Gut. Der Marsch der Geißel. Hört sich interessant an. Haasglen, endlich. Ich könnte etwas Ruhe vertragen. Offenbar rüsten sie sich dafür eine Schlacht. Ja, wie es aussieht, ja. Prinz Arthas, in der Nacht tauchte eine riesige Armee untoter Krieger auf und griff wahllos dafür an. Nun ist sie auf dem Weg hierher. Verdammt. Ach du Scheiße. Jaina, ich bleibe hier und schütze das Dorf. Sputet euch und berichtet Lord Uther schnellstens, was geschehen ist. Aber... Geht, Jaina. Jede Sekunde zählt. Ja. Ja, die kann sich einfach wegteleportieren. Die hat's gut. Wartet. Was befand sich in den Kisten? Nur eine Lieferung Getreide aus Anderhal. Oh Gott. Keine Sorge, Milord, es wurde bereits unter den Dorfbewohnern verteilt. Und das war ein Fehler. Oh nein. Die Seuche sollte mein Volk nicht etwa töten. Sie sollte es in Untote verwandeln. Verteidigt euch! Super! Ja. Wir kämpfen gegen Zombies. Ach, wie geil. Oh Gott. Ja, ihr seht richtig. 30 Minuten. Ja. Ich melde mich gleich wieder. Und dann plane ich das so. Ich werde den Stützpunkt soweit ausbauen. In der Aufnahme natürlich. Und wenn noch genügend Zeit noch hier oben noch sein sollte, schneide ich das und dann melde ich mich dann wieder, wenn es ja eine Minute hier noch steht und dann geht's wieder weiter, ne? Und das meinte ich, bei den Zeitaufgaben nehme ich nicht das Ganze auf. Glaubt mir, es ist zu langweilig für euch. Also, ich melde mich gleich wieder, ne? Bis gleich. So, meine Lieben, hier melde ich mich wieder zurück. Wow, wir haben hier 3 Kisten. Natürlich. Ring des Schutzes +1. Ah ja, von Jaina jetzt. Ja. Ich nehme die Sachen natürlich mal mit. Für die Ehre. Ja. Ja, okay. Dann werde ich jetzt so schnell wie es geht jetzt mal... Prinz Arthas, die Streitmacht der Untoten ist da. Weicht nicht zurück. Wir sind die Auserwählten des Lichts. Wir dürfen nicht fallen. Werden wir auch nicht, keine Panik. Also wie gesagt, ich werde jetzt hier meine Verteidigung so schnell wie es geht jetzt aufbauen. Bereit zur Arbeit. Und dann, ja, melde ich mich halt wieder, wenn die Zeit hier nur noch auf eine Minute steht. Arbeit ist vollbracht. So. Ja, mein Lord. Ah, jetzt habe ich zweimal die Schmiede gebaut. Ich bin blöd, Mann. Naja, kann passieren, ne? Forschung abgeschlossen. Was ist? Kann passieren. Arbeit ist vollbracht. Aber die Werkstatt kann ich bauen. Richtig. So. Die Burg habe ich auch schon. Ah ja, wir können jetzt sogenannte Zauberinnen ausbilden. Das ist gut. Ja, können halt auch Kraft- und Lufteinheiten angreifen. Das ist gut. Die Magieströme sind heute launisch. Ich komme, um dieses Land zu säubern. Die Magieströme sind heute launisch. Ich komme, um dieses Land zu säubern. Was können die denn? Langsam. Verlangsamt für eine begrenzte Zeit die Angriffsrate einer angewählten feindlichen Einheit um 25% und das Bewegungstempo um 60%. Wow. Hält 60 Sekunden lang an. Und die können den Zauber automatisch aktivieren. Oder auch Zeit. Das ist sehr praktisch. Was ficht euch an? Okay. Erhöht die Mana-Kapazität, die Mana-Regenerationsrate und, ja, das kennen wir ja schon von den Priestern. Und ermöglicht ihnen, Unsichtbarkeit zu wirken. Geil. Was darf sein, Hitzkopf? Ich bin Forschung kein Hitzkopf. Abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Oh Gott, das habe ich im letzten Level vergessen zu verbessern. Sogenannte Langflinten erhöht die Reichweite des Scharfschützenangriffs. Habe ich total verpeilt.
Forschung und Leuchtfeuer erforschen. Sorry, da kam ich aus Versehen an meine Maus ran. Verleiht Mörsertrupps die Leuchtfeuerfähigkeit. Damit erhält jeder Mörsertrupp ein Leuchtfeuer, das er benutzen kann, um ein Gebiet der Karte zu enthüllen. Kann unsichtbare Einheiten sehen. Sehr gut. Ja, Forschung kann man sehr zufrieden sein. Einsatzbereit, sagt das Zauberwort. Geladen und entsichert. Ist meine Hilfe vonnöten? So. Befehle? Ihr zwei kommt dann noch hier hin. Natürlich. Und ihr sagt das Zauberwort. Kommt dahin. So, dann brauche ich nur zwei Mörsertrupps. Was? Mörser! Ja, mein Lord. Mörser! Arbeit ist vollbracht. So. Und ihr kommt hier hin. Genau. Die sind cool, die Mörsertrupps, ey. Und mit ihren Sprüchen. Ja. Ich gehe dann mal. So, ich glaube, jetzt habe ich alles. Arbeit ist kann hier nicht bauen. Na gut. Gut, hier habe ich alles entwickelt. Hier und hier. Gut. Arbeit ist vollbracht. Geladen und entsichert. Geladen und entsichert. Was? Ich komme geladen und entsichert. Noch mehr Hütten bauen. Die Magieströme sind heute launisch. Magieströme sind heute launisch. Arbeit ist vollbracht. So, das muss reichen. Arbeit ist vollbracht. Ich geh dann mal. Ja, geh mal Holz ab, genau. Ich bin euer Schütze. Das Licht ist obwohl, meine Stärke. Ich kann ja die Karte ein bisschen ein aufdecken, Plan. Dann geht ja auch ein bisschen Zeit um. Natürlich. Das kann ich auch ein machen. Solider Plan. Sind ja schon ein paar Minuten schon um. Für die Ehre. Da wäre ein Laden. Ein solider Plan. Danke. Natürlich. Brauche ich nicht. Ja. Natürlich. Ja. Für die Ehre. Ach, wie toll. Ja. Da gibt's so einen komischen Weg und dann sind hier nur Bäume. Auch wie ein geil. Solider Plan. Und da greift mir schon wieder der Untote an. Nee, nee, nee. Natürlich. Für die Ehre. Ein solider Plan. So, was ist denn hier? Ja. Eine Goldmine gibt's hier. Mit 12.500. Für die Ehre. Naja, ist nicht so viel. Ja. Natürlich. Gibt's hier Nebenquests? Ja, eine gibt es hier. Gut. Ein solider Plan. Die würde ich auch liebend gerne machen, wenn es geht. Ja. Für die Ehre. Ja, ich stecke jetzt mal hier unten noch ein bisschen auf. Für die Ehre. Jawohl. Ein solider Plan. Natürlich. Ach ja. Für und die wieder Ehre. Ein Feld. Ein solider Plan. Ein Weizenfeld. Natürlich. Ein solider Plan. Ja. Ja. Für die Ehre. Ja. Okay, es ist verdammt natürlich. Ruhig jetzt. Keine Gegner, keine Monstrositäten, nichts. Für die Ehre. Ach, wie toll. Natürlich. Hier ist ja halt wenig los, muss ich sagen. Natürlich. Ein solider Plan. Ja, na und kann ich natürlich. Nicht. Natürlich. Ein solider Plan. Natürlich. Ja. Wie sieht's denn hier aus? Natürlich. Ja. Ey, es ist hier verdammt ruhig, ey. Für die Ehre. Hier ist ein Brunnen der Gesundheit. Von den Bergen sind Oger heruntergekommen. Sie scheinen auf einen Kampf aus zu sein. Für meinen Vater, den König. Ogerlord. Das Inventar ist voll. Ach, wie toll. Ja, jetzt kann ich keine Kisten mehr mitnehmen. Jetzt wird gerichtet. Ja, ja. Für meinen Vater, den König. Naja, das hat natürlich jetzt auch einen Vorteil, wenn man jetzt mehrere Helden hat, kann man natürlich auch mehrere Kisten mitnehmen, ne? Also, Schätze. Unsere Stadt wird belagert. Ja. Ja. Der schon oben ist, der Angriff. Natürlich. Ja. So. Natürlich. Für die Ehre. Ja. Dann wollen wir hier mal alles für noch erkundschaften. Prinz Arthas. Wow. Wir haben eine Karawane Untoter mit einer großen Ladung verseuchten Getreides gesehen. Oh, diese Karawane Gott. Muss aufgehalten werden, ehe sie die äußeren Dörfer erreicht. Ja. Man sieht ja, was passiert, wenn die Dörfer überfallen. Natürlich werden die
Bewohner zu Zombies. Für meinen Vater, den König. Und deswegen machen wir die Nebenaufgabe jetzt. Schneller, meine Brüder. Wenn wir die Ladung verlieren, lässt uns der Meister köpfen. Sorry. Ja. Unsere Stadt wird erzielt. Negativer Zustand. Solche, diese Einheit ist für solche. Nur, sie nimmt im Laufe Licht der noch Zeit mehr Dörfer geliefert wurde. Ja, mein Freund. Naja, hab ja Gott sei Dank ich stehe für das Gottmodus Licht. Jetzt. Aktiv. Für die Ehre. Ein solider Plan. So, die Nebenaufgabe haben wir geschafft. Natürlich. Für die Ehre. Und ich glaube hier irgendwo, ja, ist auch der Stützpunkt von ihm. Ja. Natürlich. Ich könnte ihn zerstören, aber das mache ich jetzt nicht. Für noch ein paar Oger. Vater, den König. Das Inventar ein solider ist voll. Plan. Yay, noch ein Level up. Gut. Ja. Und Arthas. Arthas hat jetzt schon 1000 Leben. Sehr gut. Für die Ehre. Natürlich. Jetzt lauft bitte nicht durch den Stützpunkt. Ja. Für die Ehre. Gut. Ja. Ja, da ist auch schon der Stützpunkt. Ja, okay, meine Lieben. Ich melde mich dann erstmal mich ab und melde mich dann wieder, wenn die Uhr sagt eine Minute. Also bis gleich. Der letzte Countdown von der Uhr schlägt jetzt. Nur noch eine Minute und dann ist es... Oder ist mir die Aufgabe jetzt erfüllt? Ob wir jetzt danach das Level geschafft haben, weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Boah, das hat eine gefühlte Ewigkeit jetzt gedauert, ey. Aber ich hab, ja, ich hab hier nur ein bisschen die Karte aufgedeckt und, wo war das? Ja, hier habe ich noch einen Mann befreit, der hat mir, oder der wollte mir unsere noch eine Belohnung geben, aber... Ihre Zahl scheint endlos zu sein. Da natürlich der... Inventarplatz jetzt von Arthas voll ist, besteht konnte ich da nichts mehr nehmen. Ja. Ja, jetzt geht's ja wohl los, ey. Hallo. Sag das Zauberwort. Nö. Jedes Mal will ich das auch nicht finden. Ist jemand verletzt? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So, die Hautquest wäre jetzt fertig. Unverzüglich. Ich bin euer Diener. Wow! Ansturm der Untoten. Voll in Betrieb. Licht, gib mir Kraft. Für Lordaeron! Für den König! Jawohl. Gerade noch zur rechten Zeit Guter. Gekommen. Eure Ankunft hätte nicht besser sein können. Freut euch nicht zu früh. Die Schlacht ist noch lange nicht vorbei. Da hat er recht. Ich bin überrascht, dass ihr so lange durchgehalten habt, Junge. Wäre ich nicht gerade jetzt gekommen... Ich habe getan, was ich konnte, Uther. Hätte ich eine Legion Ritter hinter mir gehabt, so hätte ich... Es gibt keinen Grund, vor Stolz zu platzen. Dies hier war erst der Anfang. Jedes Mal, wenn einer unserer Krieger im Kampf fällt, wächst die Zahl der Untoten. Das ist nicht gut. Dann sollten wir ihren Anführer ausschalten. Wenn es sein muss, gehe ich selbst nach Stratholm und töte Mal'Ganis. Ruhig, Freund. So tapfer ihr seid, ihr könnt es nicht allein mit einem Mann aufnehmen, der über die Toten herrscht. Es steht euch frei, mich zu begleiten, Uther. Ich gehe. Mit oder ohne euch. Ach, Arthas. Nee, nee, nee. Gut. Das war das Level. Aber glaubt mir, bei den nächsten Leveln, wo ich halt auch so lange überleben muss, ne? Werde ich, glaube ich, erst aufnehmen, wenn ich dann so ab... 10 Sekunden, wenn die Zeit nur so ist, ne? Wir sind 10 Sekunden. Also, bis gleich.